Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 19. Heute ist endlich richtig gutes Wetter am Dienstag. Was gut ist, weil wir gleich noch einen Weihnachtsbaum kaufen möchten. Ich versuche euch da auch mal so ein bisschen noch mitzunehmen. Je nachdem, wie lang das Video dann wird, mache ich ein eigenes Video draus oder ich schneide es einfach an dieses hier ran. Ja, also, 19. Wir fangen heute nochmal mit dem Bilder-Adventskalender an. So, wo haben wir denn hier die 19? Die 19 ist diesmal, da ist sie. Warum zeige ich euch das eigentlich immer nochmal vorher? Es bringt euch sowieso nicht. So, jetzt. Aber egal. So haben wir das jetzt die letzten 18 Tage gemacht, so machen wir es jetzt auch noch die folgenden Tage. Ein Eichhörnchen. Oh, ups. Voll süß. Das sieht total niedlich aus. Wie goldig. Wenn man sich das mal so überlegt, ne? Man hat früher als Kind hat man sich echt schwer getan, eigentlich, zumindest am Anfang, beim Malen. Und wenn man sich das mal so überlegt, so ein Eichhörnchen ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Tatsächlich. Zumindest nicht, wenn man es jetzt nicht mega detailliert macht. Ich habe eine Freundin, die kennt ihr vielleicht auch schon, die war die auch schon mal in Streams dabei bei Alicia Online? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall kann die mega malen, richtig, richtig gut. Ich kann ja einfach mal den Link von DeviantArt unten in die Videobeschreibung packen. Ich packe aber mal meinen rein, ich packe ihren auch mal rein. Mega cool, was sie da so alles macht. Ich glaube, die hat da auch ein Eichhörnchenbild hochgeladen und das so hinzubekommen, das ist dann doch schon mega schwer. Ansonsten denke ich mir mal, wenn ich irgendwas zeichne, das sind doch nur Striche und gebogene Linien. Warum kriegst du das jetzt nicht hin? Aber irgendwann klappt es dann halt auch, wenn man genug übt. So, interessant, wie ich jetzt hier wieder einen Themensprung nach dem nächsten mache. Nimm. 19, das ist die 24, da ist die 19. Da. Ziemlich mittig am Kalender. Ja, ihr Lieben, viel haben wir jetzt nicht mehr. So, und da ist irgend so eine kleine Kugel oder so ein, ja, so eine Pralinenkugel halt, nicht so richtig eine Kugel, mit so einem Schachbrettmuster drauf. Dafür sind die Nägel ja praktisch, kann man so als wie mit einer Zange reingreifen. So sieht das aus da drauf. Jetzt seht ihr auch, von wo das Licht wieder kommt. Da hängt wieder mein Abschminktuch über der Lampe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie beiße ich das denn jetzt am besten ab? Senkrecht? Ging ganz gut, aber ich habe ihn von der Füllung bekommen. Das ist hier irgendwas Nougat-mäßiges. Haselnuss oder sowas. Da sieht man sogar noch die Nussstückchen. Na? Stell doch mal da auf Scharfkamera. Jetzt hat er's. Sieht man sogar noch die Nussstückchen drin. Und jetzt wieder auf mich scharf stellen. Kamera. Nicht auf meine Hand. Jetzt. Hier macht man was mit. Also ich sage Nuss-Nougat. Tada! Nougat-Praline mit Nusssplittern. Also wenn das jetzt nicht perfekt gepasst hat, dann weiß ich es auch nicht. Sehr lecker. Ich mag Nougat ganz gerne, muss ich sagen. Auch nicht in Massen, eher in Maßen. Ansonsten wird es too much. Aber es geht eigentlich ganz gut. Ja, ihr Lieben. Ich würde dann sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal wieder von euch. Ich werde euch dann morgen sagen, was ich mir noch überlegt habe für Weihnachten als kleines Special. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen. Vielleicht seht ihr jetzt gleich noch das Weihnachtsbaumkaufen rangeschnitten. Wie gesagt, je nachdem, wie viel Videomaterial es wird, schneide es einfach direkt noch dahinter. Oder mache ein neues Video. Also dann, macht's gut oder bis gleich. Tschüss.